Ein wichtiger Auftrag. Es klopft an der Stalltür. Als der Ochse sie öffnet, steht der Engel vor ihm. Sein Licht leuchtet so hell, dass ein kleiner Strahl die Nase des Eselchen kitzelt. Hatschi! Der Esel schlägt die Augen auf und dann spitzt er die Ohren, denn der Engel beginnt zu erzählen. Weit vor den Toren Bethlehems wandern eine junge Frau und ihr Mann. Sie heißen Maria und Josef. Maria ist sehr erschöpft, denn sie bekommt bald ein Baby. Sie wird es nicht mehr bis Bethlehem schaffen, wenn ihr nicht bald jemand hilft. Oje, ruft das Eselchen, wer könnte den beiden helfen? Da lacht der Engel, du, kleiner Esel, denn du wirst Maria tragen. Das Eselchen wundert sich, warum reiten die beiden nicht auf Pferden nach Bethlehem? Der Engel antwortet, weil sie arm sind und keine Pferde haben. Der kleine Esel ruft, am liebsten würde ich ihnen sofort helfen. Doch der Ochse ist traurig. Du kannst nicht ohne mich gehen. Ich bin doch dein bester Freund. Da tröstet der Engel den Ochsen. Auch für dich habe ich einen wichtigen Auftrag. Morgen komme ich wieder und erzähle euch, was ihr tun sollt.